So, wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück zu Blackguards. Und wir sprechen jetzt mit Aurelia. Wir haben deinen Schlüssel für deine hübsche Gesichtsmaske. Wir haben den Schlüssel. Jetzt weg mit dieser lächerlichen Maske. Bezaubernd. Ich bin sprachlos. War ja klar. Und warum redest du da noch? Kommt, lasst uns verschwinden. So. Lach noch einmal. Ich mag, wie du lachst. Nicht jetzt, Luciano. Die Prinzessin ist traurig. Seht, da kommt unser Faulpelz und weiß gar nicht, was los ist. Je weniger ich weiß, desto fröhlicher bin ich. Was ist denn los? Lysander sperrt sich seit Tagen in seinem Laboratorium ein und Elanor macht sich Sorgen. Er liebt seine Arbeit. Das mag uns seltsam erscheinen, aber... Kannst du nicht mit ihm reden? Du kennst ihn gut. Irgendetwas stimmt nicht. Den ganzen Weg nach Neta? Ich begleite dich. Luciano geht mir auf die Nerven. Ih, was war denn das für ein Schmierlappen? Okay, wir sind also wieder in der Vergangenheit, wo die Prinzessin noch gelebt hat. Und wir sollen Lysander in seinem Labor besuchen. Dann machen wir das doch. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ach, schön hier. Ist das Naurim? Schimpfender Zwerg. Das muss Naurim sein. Ganz recht. Ja. Ich habe die Taverne angezündet. Und ich will euch auch erklären, warum. Was glotzt du denn so, Mädchen? Ja, ich bin ein Zwerg. Ist das ein Problem in eurer hässlichen Stadt? Geht bitte weiter, Signora. Das hier ist nicht eure Angelegenheit. Oh, Naurim. Geht bitte weiter, Signora. Das hier ist nicht eure Angelegenheit. Doch. Geht bitte weiter, Signora. Das hier ist nicht eure Angelegenheit. Entschuldigung? Geht bitte weiter, Signora. Das hier ist nicht eure Angelegenheit. Aber ich... Geht bitte weiter, Signora. Das hier ist nicht eure Angelegenheit. Jetzt hör mir doch mal... Geht bitte weiter, Signora. Das hier ist nicht eure Angelegenheit. Okay, ich höre schon auf. So, wir haben den Schmied. Hier geht's in Lysanders Werkstatt. Ich dachte, es war ein Labor. Okay, ein Heiler... Unser Lehrer. Ach, das war ja dieser arrogante Lappen, ne? Geh und finde das Ende, das du verdienst. Boah, ist das ein Unsympath. Okay, dann, ja, würde ich sagen, Werkstatt. Gehen wir da mal hin? Was wird jetzt eigentlich aus Niams Schwester, frage ich mich. Können wir der noch helfen? Ah, da ist ja der gute Lysander und kocht sich gerade eine Hühnersuppe. Hat Elanor dich geschickt? Ja. Die Prinzessin glaubt, dass du in Schwierigkeiten steckst. Das ist nichts Neues. Ich arbeite. Und, kann man dir irgendwie helfen? Ich brauche Chitin. Eine ganze Menge davon. Was ist das? Chitin, was ist das? Die Panzerung von Insekten. Schimmert in allen Farben, wie Öl. Aha. Wozu soll das gut sein? Du wirst sehen. Ich wüsste es gern vorher. Vertrauen, mein Freund. Das ist die Fähigkeit, der Gier nach Wahrheit zu widerstehen. Vertraust du mir nicht? Nö, kein Stück. Aber das liegt eher in der Zukunft. Davon weißt du noch nichts. Aber zu diesem Zeitpunkt haben wir ihm mit Sicherheit vertraut, deswegen... Doch, natürlich. Dann los. Wo soll ich so viel Chitin herbekommen? Den Friedhof hat eine wahre Gruftasselplage befallen. Oh nee. Ich würde selber gehen, aber ich will meine Retorten nicht allein lassen. Ja, natürlich, klar. 5 Asseln sollten genügen. Also schön. Aber danach erzählst du mir, was los ist. Ich hasse Asseln. Bis später. Gut, dann gehen wir mal ein paar Asseln kloppen. Wissen wir ja gleich, was wir zu tun haben. So, machen wir das gleich. Ich hätte mich ja jetzt noch ausrüsten können beim Schmied, aber hey... Wozu braucht er einen Gruftasselpanzer? Frag mich nicht. Wir müssen vertrauen und unserer Gier nach Wahrheit widerstehen. Hat er das gesagt? Ja, das sieht ihm ähnlich. Ach, wie lieb. Okay, die sehen jetzt zwar ziemlich schwach aus hier unten. Erledige mindestens 5 Groß... Entschuldigung. Erledige mindestens 5 Gruftasseln und begib dich danach mit allen Helden zu den Stufen am hinteren Ende der Karte. Mit 5
Kannst du die Zielfelder hin... Was? Highlighten? Highlighten? Okay. Gut. Die hier, würde ich sagen. Mit V kann ich dann also highlighten. Ja gut, 5 Gruftasseln sollten jetzt nicht so das Problem sein, oder? Ich gehe mal hier hin. Das müsste doch für eine Magierin eigentlich... Hexengalle. Der Zauberer spuckt ätzende ätzenden Speichel auf seine Gegner. Okay. Ich verhaspel mich die ganze Zeit. Ätzenden Speichel. Machen wir doch mal 2, komm. Spuck mal. Hat sie sich jetzt selber angespuckt, oder? Okay, Breeza. Ja, gleich daneben. Komm, sind ja 2 Fernkämpfe eigentlich. Brauchen wir... Alter! Ist ja fast wie Socki, ey. Igitt. Muss ich die auch irgendwie einsammeln? Nee, ne? Muss ich nicht. Ja, dann würde ich sagen... Ziehen wir uns mal taktisch zurück und spucken der Assel mal fett ins Gesicht. Ja, genau. So viel dazu. Muss Breeza wieder den Tag retten. Okay, nochmal. Einmal druff. Das war die 2. Ich finde das so eklig, wie die sich anhören. Ah, da hinten regt sich was. Guck mal, sieh mal einer, guck. Schön, da ist auch noch eine. Die versperren uns dann praktisch den Weg, aber das kriege ich hin. Mache ich das jetzt mal so. Wobei, die hier würde ich eigentlich lieber weghaben. Aber die trifft ja eh nicht. Entschuldigung, dass ich was gesagt habe. So, Breeza darf wieder nach oben gehen. Und wir erledigen, glaube ich, erstmal... Bei Breeza haut ziemlich rein. Die kriegt das hin. Dachte ich. Aua. Aua. Nicht gut. Am nervigsten ist, dass das so viele sind. Okay, auf jeden Fall in Richtung Treppen. Nein, ihn haben wir, glaube ich, schon verwundet, genau. Dann, ja, rotz mal los. Voll drauf. Also wenn ihr so eine Spucke habt in der Farbe, dann würde ich zum Arzt gehen. Nur so ein Tipp. So, mit dem gehe ich hier rüber. So, nein, wieso habe ich 85? Mach mal sie halt platt. Komm. Eine mehr ist eine mehr. So, die krabbelt nach hinten. Zu Aurelia und Breeza wird natürlich auch belästigt. Bringt den Viechern aber... Oh, Gott sei Dank. Fast hätten sie mich noch eingesperrt. Die Mistmaden. So, gehen wir mal hier hin und dann, Schutz? Was macht das? Heilt Verletzungen und bietet Schutz vor magischen Angriffen, Feuer und Giften. Ah, das war das. Ja gut, aber das brauchen wir jetzt gerade im Moment nicht. Würde ich sagen, hau mal drauf. Sehr schön. Geht doch, geht doch. Breeza sollte sich vielleicht hierhin begeben. Ich will einfach nicht eingesperrt werden. Das ist... die ist zu nah. Die ist gut weit weg. Komm, mach die mal platt. Sehr geil. So, wie viele haben wir jetzt? Ich glaube 4, ne? 1, 2, 3, 4. Ich glaube 4 müssten es jetzt sein. Dann ziehen wir uns doch jetzt taktisch auf die Treppen zurück und machen den hier noch platt. Hier, spuckst du nochmal bitte? Sie kann nicht mehr spucken. Gut, dann machst du mal gar nichts. Dann, beenden wir mal mit ihr die Runde und mit ihr gehen wir hier hin. Okay, das trifft zu schlecht. Dann machen wir die noch platt. Komm, das geht.
Fast. Daneben. Geh mal hier hin. Mach mal für Breeza Platz. Runde beenden. Und Breeza darf dann hier hin. So. Und dann, würde ich sagen... Toll. Oh nein, jetzt... Ja, jetzt kesseln sie mich ein und wir sind Fernkämpfer. Das ist jetzt ätzend, muss ich sagen. Kann sie... Jetzt wieder... Ja, sie kann Gift und Galle spucken. Komm, mach einen Platz. Hä? Das war gar nicht er. Och nö. Komm. Ja, passt. So. Ah, das ist widerlich. Aber was tut man nicht alles für seine Freunde? So ist es. 5 Asseln reichen, hat Lysander gesagt. Ja, 5 haben wir platt gemacht. Was war jetzt das mit dem V und dem komischen... Naja, ist egal. Geht bitte weiter, Signora. Das hier ist nicht eure Angelegenheit. Immer noch. Gut. Ich gehe mal zum Heiler. Die Götter mit euch. Kann ich eigentlich? Ich kann nicht in die Gaststätte. Toll. Signora. Ja? Das haben wir gleich. Finde ich gut. Wir haben kein Geld. Wir können uns nicht heilen. Ich bin begeistert. Naja, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig. Dann gehen wir mal zu Lysander. Lysander der Große. Ach so. Wir gehen also für dich Asseln killen und du stehst hier und qualmst. Vor allem, was ist denn das für ein Kraut? Das ist ja dunkler Rauch. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ja, ja. Sagst du mir jetzt, was das hier werden soll? Die Krone der Alchemie. Aus dem Wertlosen das Wertvollste machen. Alles Hässliche trägt das Schöne in sich. Selbst das schönste Gesicht zerrinnt unter dem Vergrößerungsglas zu einer grässlichen Oberfläche aus Fehlern. Sei froh, dass wir Menschen blind sind. Die Wahrheit zerstört uns. Hier, er ist fertig. Ein Edelstein? Schöner als ein Edelstein. Und dennoch ganz und gar wertlos. Glaubst du, er wird Elanor gefallen? Ah, die Kette, die wir haben. Kapitel 3, Lysander. Die Kette, die wir haben, die hat er also selber gemacht. Und ihr dann praktisch geschenkt. Die haben wir aus ihrem Grab geholt. 9 Gilden teilen sich die Herrschaft über Mengbilla. Spötter sagen, die der Giftmischer sei noch die ehrbarste. Und über sie alle wacht Boron, der Totengott, den sie hier den Götterfürsten nennen. Auf meine Fragen. Der hatte ein Loch im Kopf. Ich verstehe euch nicht. Wo bleibt der Siegestaumel? Wir sind frei. Mengbilla liegt uns zu Füßen. Wir sollten Reichtum scheffeln. Oder unsere Freundin Helia Monterey suchen und Niam rächen. Und dieser Folterer, Lysanders Gefährte, ihr seid sicher, dass er ein Anhänger des dunklen Gottes ist? Zumindest hat er uns dieses Büchlein hinterlassen. Die 13 Lobpreisungen des Namenlosen. Ein faszinierendes Werk. Du liest es? Sporadisch. Nebenbei, Jungfer. Habe ich erwähnt, wie reizend du ohne diese Maske aussiehst? Oh Mann. Was ist mit dem Namen? Als Lysander und sein Foltermeister dich ausgefragt haben, wollten sie einen Namen wissen. Den Namen des Namenlosen vielleicht. Ich weiß nicht, was Lysander von mir wollte. Und ich weiß von keinem Namen. Hat er dir etwas erzählt, Aurelia? Nein. Verflucht. Ich hatte gehofft, du wüsstest mehr. Warum hat Urias dich nach Mengbilla geschickt? Ich sollte Lysander folgen.
Urias glaubt, dass er in das alte Grab eingedrungen ist. Die Grabungsstätte, die niemand betreten durfte? Was immer Lysander dort gefunden hat, irgendetwas muss dort mit ihm passiert sein. Vielleicht ist er sogar an Elanors Tod weniger unschuldig, als er glaubt oder vorgibt. Erinnerst du dich wirklich an gar nichts? Lügen? Da war ein Wolf. Nee, ich lüge sie nicht an. Aurelia lüge ich nicht an. Die gehört jetzt wahrscheinlich zum Team und zu meinem Team bin ich ehrlich. Denke ich. Meistens. Hoffe ich. Da war ein Wolf. Irgendein Wahn hatte mich befallen. Ich war in Urias Park. Ich weiß nicht warum oder mit welchem Ziel. Die Prinzessin lag reglos am Boden. Der Wolf kauerte über ihr. Ich habe ihn getötet. Dann wurde mir schwarz vor Augen. Das Gesinde war sich einig, ich hätte Prinzessin Elanor getötet. Und der Wolf? Niemand will ihn gesehen haben. Warum bist du geflohen? Was hattest du zu verbergen? Lysander hat gute Verbindungen zur Alchemistengilde. Mein Wort gegen seines hätte in dieser Stadt wenig Wert. Das Wort einer Hexe, meinst du? Lysander hat irgendetwas vor. Und ich bin sicher, er hat Antworten. Er versteckt sich, aber ich weiß nicht wo. Niemand in der Stadt scheint etwas von ihm zu wissen. Du sagtest, du bist ihm begegnet? Im Bestaria-Viertel. In der Nähe des Hesinde-Tempels. Ich wollte ihn zur Rede stellen, aber er war wie von Sinn. Er hetzte die Stadtgarde gegen mich. Ich wollte verschwinden, aber die Monterreys waren schneller. Wenig später war ich die neue Arena-Attraktion. Auf unserer Reise sind wir einer Gelehrten begegnet. Sie erzählte von weiteren Opfern desselben Unheils, das Niams Schwester befallen hat. Der Hesinde-Tempel stellt offenbar Untersuchungen an. Richtig. Und euer Alchemistenfreund hat irgendetwas mit Niams Schwester angestellt. Dann sollten wir beim Hesinde-Tempel mit der Suche beginnen. Also dann, willkommen in Mengbilla. Danke. So, zum Alchemistenviertel. Zum Traumkrautviertel. Ah ja, das Traumkrautviertel, das kennen wir ja, das Traumkraut. Zum Arenaviertel. Schön, was ist das hier? Bettler? Zum Kurtisanenviertel. Okay, und hier zum Händler. Oder Händlerin, besser gesagt. Gut, Händlerin können wir jetzt am Anfang nicht bauen. Wir haben schon wieder so viele Abenteuerpunkte. Und Aurelia ist in unser Team gekommen, habe ich mir schon gedacht. Da gucken wir doch gleich mal hier ganz kurz nur rein. Was beherrscht sie denn? Natürlich Magie, das war ja klar. Oh, Zorn der Elemente. Sehr schön, und was ist das? Ach, die Hexengalle war das, genau. Okay, hier unten beherrscht sie gar nichts, hier auch nichts. Also sie hat überhaupt keine Support-Zauber. Bis auf das hier unten, was ist das? Das Ziel wird zum Berserker und greift die nächstliegende Einheit an. Aha. Okay. Finde ich jetzt im Kampf auch nicht so nützlich. Gegner wird kurzzeitig geschwächt. Okay. Gut. Ja, dann würde ich doch mit ihr mehr auf Damage gehen. Was ist das hier? Der Schatten des Zauberers greift in den Kampf ein. Oh, cool. Das finde ich gut. Das probieren wir mal aus. Ich möchte das mal im Kampf sehen, wie das sich genau äußert. Okay, Talente. Ah, sie kann Heilkunde. Sehr gut. Dann wird sie auch unsere Heilerin zusätzlich. Das finde ich gut. Hat sie schon auf Stufe 8. Das lassen wir auch erstmal so. Waffenmäßig ist sie mit Dolchen ausgebildet. Aber Dolche sind ja nicht so prickelnd, wie ich weiß. Was würde denn zu einer Magierin noch passen? So als Waffe würde ich ihr doch ganz gern eine Armbrust zum Beispiel geben. Muss ich mal gucken, die Grundwerte für eine Armbrust. Grundwerte. Ach so, sind eigentlich egal, ne? Aber das Armbrustschießen oder vielleicht sogar ein Bogen. So ein Fernkampf wäre für einen Magier schon gar nicht schlecht.
bilde ich mir ein. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich gehe mal zum Bettler. Und dann müssen wir die Folge auch mal beenden. Hör auf zu jammern, das hättest du dir früher überlegen sollen. Was schneiden wir ab? Die Ohren oder besser gleich einen Arm? Nein, ich strenge mich noch mehr an. Ich bringe mehr nach Hause, versprochen. Zu spät, Mädchen. Wer kein Geld einbringt, verliert etwas. Denn wer etwas verloren hat, der bringt mehr Geld heim. Ich werde denen so wehtun. Naurim? Lass das Mädchen gehen, und zwar hurtig, sonst... Das geht dich nichts an, Stummelpilzchen. Stummel? Stummelpilzchen! So schön. Das ist so schön. Die anderen Optionen interessieren mich gar nicht. Naurim, der macht das genau richtig. So. Ach, da tropfen die Schwerter wieder vor Blut. Dreckiger Hund. Lass dieses Mädchen in Ruhe. So. Die kriegen jetzt auf jeden Fall eine rein. Aber es ist eine ziemlich enge Gasse. Ich werde auf jeden Fall... Naurim möchte ich hier haben. Das heißt, ich schicke jetzt mal unseren Takate hier vor. Und dann beende ich auch den Zug. Breezer kann ja schon mal hier ein bisschen aufräumen. Das ist ja schon mal möglich. So, einmal schönen fetten Pfeil zwischen die Augen. Aurelia schicke ich mal hier hin. Und dann kann sie durchaus uns mal was zeigen. Wo haben wir das denn? Ah ja, genau, hier. Der Schatten des Zaubers greift in den Kampf mit ein. Kann ich da jetzt... Muss ich jetzt einen Gegner auswählen? Oder... Nee, den kann ich hier irgendwo hinschicken. Den schicke ich jetzt mal dahin. So, sie schickt also ihren Schatten nach da... Cool. Das finde ich geil. Und der kann jetzt... Nix. Draufhauen. Ja, kriegt erstmal voll eine rein, aber ganz ehrlich, es ist nur ein Schatten. So. Naurim auf jeden Fall nach vorne. Der möchte jemanden wehtun. Das darf er auch sehr gerne tun, aber erst in der nächsten Runde. So. Ihn schicken wir mal hier hin. Kann er eigentlich was machen? Eigentlich ja nicht, ne? Wir brauchen ihn später fürs Gift. Dann macht er jetzt mal gar nichts. Hat ihr das jetzt... Nee, aber ihre Astralpunkte sind weg. Alles klar. Das heißt, so viel hat der Schatten jetzt auch nicht gebracht, aber cool, dass sowas geht. Finde ich gut. Ich glaube, wir sollten die Person, die wir retten wollen, also diese Frau, mal heilen. Die hat nur noch 15. Das ist nicht so gut. Ihn treffen wir sogar mit Breezer. Das ist schön. So, du legst dich hin. Machst mal ein Nickerchen. Aurelia, kann sie denn, nee, sie kann gar nichts mehr, weil sie hat keine Astralpunkte mehr. Schade. Hat sie im Gürtel, ich guck mal ganz kurz, nee, sie hat nichts dabei. Okay, dann kannst du eigentlich gar nichts machen. Sehr schön. Naurim. Darf einmal hier drauf. Ich bin vergiftet. Ja, darum kümmere ich mich sofort, mein Freund. Würde ich sagen, gehen wir mal hier hin. Und dann, da Naurim das länger aushalten wird noch, denke ich mal, wie das Mädel dahin. Ich bin so blöd. Ich bin so doof. Ich hasse Gift. Naja. Seid ihr ja von mir gewohnt. So, Takate, du haust mal hier nochmal drauf. Sehr schön. Breeza kann von da aus jetzt niemanden mehr treffen, aber wahrscheinlich von hier, oder? Ihn hier? Ihn kann sie treffen. Schön. Das gefällt mir doch sehr gut. Sie ist vergiftet, oder? Giftstufe 1. Okay. Aurelia, kann die irgendwas machen? Eigentlich nicht, ne? Aurelia stelle ich mal dahin und sehe hübsch aus. Sehr gut. Er hier hat nur noch 3, deswegen nehme ich mal den normalen Angriff.
und hau vorbei. Sehr gut. Finde ich gut. So, dieses Mal stelle ich mich nicht so dumm an, hoffe ich. Und heil sie mal vom Gift, wenn es klappt. Mist. Okay, es klappt nicht. Ah, er ist nicht mehr vergiftet. Dreckiger Hund. Schön. Sie hält nicht mehr lang durch. Wie viel hat er noch? 13. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. So, ihm hier einen Pfeil rein und damit weg. Sehr gut. So. Blöd, dass ich sie nicht steuern kann. Das wäre von Vorteil. Kann ich mit ihr irgendwas machen? Eigentlich nicht, ne? Er blockt natürlich. Er blockt auch. Sehr schön. So, Naurim darf dann mal hier hin. Das war wohl nichts. Einmal drauf. Und wir sind schon total über der Zeit. So, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, was es mit dieser Dame auf sich hat. Und ich denke nicht, dass wir da noch große Probleme haben werden in diesem Kampf. Bis dahin, ciao.